Mensch und Natur. Ich spreche jetzt hier locker und frei und deswegen möchte ich dabei auch gerne eine rauchen. Dieses Video ist nicht gestellt und weil ich auch keine Lust habe, halt irgendwie zu schauspielern oder so. Ja, sonst ist es ja doch immer ein bisschen aufgesetzt und so. Und ich versuche immer ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen, damit mich mehr Leute verstehen. Und wer seinen Kindern beigebracht hat, selbst verantwortlich zu leben, ja, dem macht das auch nichts aus, wenn sie sich dieses Videochen anschauen. Wenn die Kinder wissen selbst dann genug Bescheid über Gefahren, Tücken des Nikotinkonsums. Ja, muss man mal so sagen. Ne? Nur Kinder, die keine Selbstverantwortung gelernt oder beigebracht gekriegt haben von ihren Eltern, ja, vor denen muss man sowas verstecken. Aber es ist nicht Thema, nee. Weil ich sagen wollte, ist mir schon sehr oft aufgefallen, in Form von Bildern, Gedanken, die ich während so einer Tätigkeit habe, halt so wie heute, wie soll ich das sagen? Naja, man ist da so am Werkeln und am Anfang sind noch Gedanken da und ja, Gedanken, die dich irgendwie dazu bringen, ja, dich ein bisschen zu sträuben, diese schwere Arbeit zu machen. Du willst am liebsten wieder nach Hause in kühlen, kühlen Schatten, wo es am besten schön dunkel ist und kühl halt. Ne? Aber auf der anderen Seite willst du das doch auch unbedingt machen. Du willst da durch, ja. Und dir bleibt nur eins übrig. Während dieser deiner Arbeit in einen, ja, irgendwie in einen meditativen Zustand überzugehen, das hat doch ein bisschen was von Kung Fu, Qigong, die Gedanken ausschalten, während man da so arbeitet. Und wenn man das dann geschafft hat, so nach einer halben Stunde, Stunde meist, von Vorteil ist es dabei natürlich, wenn der Magen nicht allzu voll ist und die Verdauungsorgane nicht so viel zu tun haben, weil das behindert das nur, so ist meine Erfahrung. Und wenn man dann in diesem meditativen Zustand sich befindet, dann kann man allerlei Beobachtungen machen, gerade am eigenen Körper. Und ich habe das heute so mitgekriegt und es war nicht das erste Mal, dass gerade bei so einem warmen Wetter, so 28 Grad im Schatten, und man hat dann da so einen Schlaghammer in der Hand und haut den Putz von der Wand, ja, mit so einem richtig dichten Körper halt, ja, wie man den jetzt halt so besitzt, wenn man jetzt in meiner Lage zum Beispiel ist oder gerade in deiner, vielleicht fühlst du dich ja gerade angesprochen, dann kriegt man halt jede Veränderung im Körper mit und ich bekomme dann halt mit, wie meine Arme immer dicker werden, ja, meine Schultern, meine Oberarme werden immer dicker und heißer und ja, meine Füße sowieso, ne, weil Arbeitsschutzschuhe und ja, dann noch die Schenkel, die Oberschenkel halt und ja, so die Brustgegend, das ist alles unheimlich heiß und der Bauch, ja, wird immer kühler, also der strahlt dann so nach einer Stunde, Maloche, strahlt er dann richtig Kälte aus. Und wenn der Körper dann in diesem Zustand ist, na, dass das Bauchzentrum sozusagen Kälte ausstrahlt, das kann es ja nur machen, wenn da nicht mehr viel Energie drin ist, dann ist das der kälteste Körperteil oder das kälteste Körperteil. Und der Rest vom Körper ist wärmer. Und da dachte ich mir dann, ach schön, jetzt wächst dein Körper gerade. Die Muskeln expandieren alle, also können sie wachsen. Und vorher, das war ja früher Morgen, bist du schön aufgestanden, dein Körper hat eine Grundkühle gehabt, ne? Und die hast du dir bewahrt bis zum Start deiner Maloche. Und
hast deinen Körper dazu gebracht, insgesamt wärmer zu sein als der Teil des Körpers, wo halt die ganzen Stoffe herkommen, die der Körper nimmt, um sie aufzubauen. Und dann ist mir auch noch aufgefallen, da der Körper ja an den Extremitäten, ja, extrem viel Hitze, extrem viel Wärme abgibt, abstrahlt. Und wenn man da nicht allzu viel Futter nachschiebt, sondern ja, hauptsächlich auf das Futter von da oben vertraut, von der Sonne, dann geht die Hitze dann allmählich aus dem Körper. Und so gen Feierabend, denn merkt man dann schon, wie sich da ganz schön großer Hunger einstellt. Also man könnte nur essen, ja. Ich muss mich da immer echt beherrschen, dass ich da nicht so viel solide Nahrung zu mir nehme. Und ja, also dieses Verlangen, dieser Hunger, der ist ein Zeichen dafür, dass sich der Körper wieder verdichtet hat. Ja. Die Adern, ja, am Oberarm, ja so, die werden dann auch allmählich dünner. Und wenn man sich dann abends zur Bettruhe legt, ja, dann geht noch die Restwärme raus. Wenn man jetzt zugedeckt ist, speziell über die Atmung und über den Kopf, ja. Und weil man ja eine Decke über den Körper gelegt hat, geht da die Wärme. Also jetzt im Sommer habe ich eine ganz dünne Decke, dass der Körper trotzdem noch die Chance hat, im Gesamten mehr Wärme abzustrahlen als zum Beispiel im Winter. Im Winter hat man eine dickere Decke über den Körper gezogen, weil man einfach da auch die längere Nachtruhe plus halt diesen Effekt, dass der Körper im Winter durch die dicke Decke noch weniger Wärme abstrahlen kann. Speziell der Kopf und die Kopfgegend sich sehr schnell verdichtet, also kühler wird. Ja, deswegen ist im Winter von Natur aus auch der Geist dann so rege, gerade morgens beim Aufwachen. Ja, das sind so Beobachtungen und ja, die habe ich hiermit jetzt mal auf Zelluloid gebannt. Naja, wie auch immer, ne? Gut. Fällt mir noch irgendwas ein? Nee, das war eigentlich, das war der Intent, aus dem heraus ich da mal den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin beim Thema Arnold Ehret, bin ich halt jetzt seit Jahresanfang dran und habe alles, was ich bis jetzt bekommen konnte, was ich mir leisten konnte oder kostenlos rangekriegt habe zum Lesen, habe ich mir vereinleibt oder wie man so sagt, ja, habe ich verschlungen, regelrecht, mehrere Male. Und ja, selber einfach mal geprüft, was da so dran ist. Ja, sehr dichte Körper, da hat man ja nun zum Glück, sage ich jetzt mal, Gott gegeben, die Chance wirklich alles zu fühlen oder alles erfühlen zu können, was so im Körper abgeht. Sei es die Verdauung, ja. Also ich merke sofort, also mir schlägt das auch voll ins Gemüt, ja, wenn mir jetzt mal irgendwo einer quer sitzt im Darm, ja, speziell im Enddarmbereich, so linke Hand vom Bauchnabel. Ich liege dann manchmal abends im Bett und ich hab jetzt mal einen Tag doch ein bisschen durcheinander gegessen, ja, weil ich mal wieder Lust auf Müsli hatte oder so. Und habe das Müsli vor dem Obst gegessen. Ja, es ist ein grober Fehler, den mache ich bewusst, um einfach nochmal zu fühlen. Aha, hat sie nie geändert, bringt die gleichen Symptome hervor. Könntest du eigentlich mal langsam als gegeben hinnehmen und ja, nicht mehr machen, diesen Fehler. Merke ich dann halt sofort. Und da wird dann ein bisschen der Bauch massiert, ne? Im Uhrzeigersinn.
Und dann gehen die Lüfte auch ab. Und zwar ohne zu murren. Also die gehen ab. Na. Und da muss ich dann wieder an die Säuglinge denken. Na. Säuglinge, die in ihrem sechsten Lebensmonat abgesetzt werden von der Muttermilch und die dann dieses Geplurre bekommen, ja, diese Ersatzmilch, wo man dann als unwissende Eltern sagt, naja, das Kind schreit halt, das ist normal, das ist ja nur eine Kolik. Ja, wir als ältere Menschen, sage ich jetzt mal, ich sage nicht erwachsene Menschen, weil das sind wir nicht, wir vertragen das ganz anders. Ja. Okay, die meisten ertragen das, weil sie es ignorieren. Aber jetzt zum Beispiel so wie ich ertrage das, um da immer wieder draus zu lernen. Ja, um irgendwann mal auf dem Pfad, ja, auf dem Pfad zu sein, ne? Wo ich gar keinen Intent mehr dazu habe, überhaupt nur irgendwas zu essen, was früher mal eine Sämerei war. Dazu fällt mir auch eine Geschichte ein. Ich habe mir mal solche Melonen geholt. Gallia-Melonen nennen die sich. Und ja, aus dem Grund, weil ich Honigmelonen sind mir einfach zu süß. Aber Gallia-Melonen oder Chantaloupe. Und jetzt im Sommer am besten sind Wassermelonen, ist klar. Ja. Ja, aber bei den Gallia-Melonen und den Chantaloupe-Melonen kann man das halt gut beobachten. Und man findet in diesen Melonen die Antwort, warum man die Sämereien nicht essen soll. Oder nicht essen sollte. Weil das sind ja da auch Samen drin. Und die habe ich dann rausgeschält mit einem Teelöffel und habe die auf den Teller gepackt und habe die einfach mal rausgepackt an die Luft. Ne? Weil ich die trocknen wollte, weil die Samen könnte man ja oder kann man ja mal versuchen, da Pflanzen draus zu züchten. Ja, nun lagen die da tagelang, die Fliegen haben die Flüssigkeit aufgenommen, die Wespen, die Bienen waren da, alle hatten was von. Und ja, irgendwann so nach 3, 4 Tagen wurde da, hat sich um die Samen herum halt so eine gel-schleimartige Masse gebildet. Ja, durch die Wärme der Sonne und so. Und da hatte ich dann bloß wieder so bei mir gedacht, aha, das ist interessant. Ob das bei uns im Darm auch so passiert, wenn wir Samen, diese Chantaloupe-Melonen-Samen jetzt mitessen würden. Und generell bei Samen, ja, und da muss ich halt immer daran denken, dass man ja oft bei Verdauungsbeschwerden hier so Leinsamen nehmen kann. Ne? Und ich kenne Leute, die tun ihn vorher einweichen, so eine Viertelstunde im Wasser, in warmes Wasser, bevor sie den dann so gluck, gluck, gluck. Ne? Und hab das auch mal gemacht, mit so hab den vorher zerstoßen, den Leinsamen, und hab den dann im Wasser vorher eingeweicht. Und als ich den dann trinken wollte, habe ich da drin erstmal rumgerührt und habe gesehen, dass es das so eine richtige gallertartige, so eine ja, schleimige Masse geworden ist. Und habe es dann nicht mehr übers Herz gebracht, ja, das runterzuschlucken. Ja, so viel zu Samen. Und ja, heute auf dem Weg nach Hause auf dem Fahrrad kam mir dann auch so ein Geistesblitz. Betreffend, ach, wie nennen die sich? Flohsamen. Speziell als Pulver, Flohsamenschalenpulver. Das ist ja auch nur in diesen Darmkuren drin, die ich ja in eins meiner vorherigen Videos na, empfohlen habe. Dieses Natural Swiss, was früher vor 2 Jahren hier auf dem europäischen Markt auch erhältlich war als Colonix. Und da ist ja sowas auch drin. Und das stand ja auch in der Bedienungsanleitung jetzt, sage ich mal so. Mal kurz gucken hier. Aha, 16 Minuten. Ja, da stand ja in der Bedienungsanleitung auch drin, man soll das mit einem Getränk seiner Wahl schleunigst mixen. Also mixen und dann schleunigst verzehren. Und ja, ich hatte mal während meiner Darmkur damals
Naja, einfach vergessen, die Hälfte, die da noch drin war, zu trinken. Und dann eine Viertelstunde später bin da reingeguckt, wollte trinken, da hat sie aber nicht mehr bewegt. Ne? Dann war das dann halt auch so eine gallertartige Masse, so wie Silikon fast. Ja, und dann dachte ich mir, aha, das wird da draus. Also, sobald das wärmer wird und ja, du schluckst das runter, sollst du auch gleich ein Glas Wasser hinterher trinken. Und dann dachte ich mir, ja, warum soll man denn gleich das Glas Wasser da hinterher trinken? Und irgendwann kam mir dann die Eingebung, na klar, sobald man genug Flüssigkeit zu sich nimmt, auf nüchternem Magen eigentlich, öffnet sich ja der Pförtner zum Dünndarm und dann, gluck, 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 verschwindet die Flüssigkeit vom Magen in den Dünndarm. Und das geht alles relativ schnell. Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel diese Darmkur, diesen Drink, die man sich da gemixt hat, schleunigst trinkt und dann auch gleich ein Glas Wasser hinterher trinkt, dann ist es da ja erstmal so eine breiig flüssige Masse und die soll auch ja nicht lange im Magen bleiben, weil das ist eigentlich so der Darmfeger und der soll also so schnell wie möglich in den Dünndarm gelangen. Ja, und dann war der immer so, dass man dann mindestens eine Viertelstunde warten musste, bis man dann jetzt zum Beispiel sein Frühstück zu sich nehmen konnte. Ja. Das heißt also, die Viertelstunde hat das Magenorgan, ja, der Pförtner, gebraucht, ja, um das sozusagen abzutransportieren Richtung Dünndarm, wo dann eigentlich seine Putzwirkung entfaltet wird. Halt so eine Silikon, so eine gallertartige Masse. Und ich erinnere mich, was ich damals alles gegessen habe, vor 2 Jahren, wo ich da damals mit der Darmkur angefangen habe, im Februar 2012. Da habe ich ja noch alles gegessen. Ja. Alles. Alles Fresser. Erst während der Darmkur, so nach 4, 5 Wochen, kamen mir plötzlich Gedanken in den Kopf, wo ich mich heute noch frage, wie sind die da hingekommen? Also anscheinend, wenn der Darm so langsam sauber geputzt wird, Tag für Tag, Woche für Woche, entsteht im Körper die Möglichkeit, dass der Körper all seine Gifte und all seine Schleim- und Eiterstoffe wieder los wird, und zwar in den Dünndarm hinein. Und man macht ja die Darmkur 3 Monate und ja, wenn so nach 3, 4 Wochen, also bei mir waren schon nach 1 bis 2 Wochen die ersten Effekte zu sehen, zu spüren. Ja, wenn also nach 4 Wochen da schon das Gedärm halbwegs oder so gut wie sauber geputzt ist durch diese Darmkur und die ganzen Gifte aus dem Körper endlich abgebaut, abgeschafft, abtransportiert werden können Richtung Darm, denn ist es ja nur ganz natürlich, dass plötzlich da oben das wieder anfängt, ordnungsgemäß, also natürlich zu arbeiten. Und schon werden die Gedanken positiver. Ja? Sobald wir dann aber wieder anfangen, Scheiße zu fressen, und mit Scheiße meine ich hier halt prozessierte Lebensmittel, also Nahrung, die uns die Natur gegeben hat und wir machen sie vorher, bevor wir sie überhaupt in uns hineinlassen, kaputt durch Kochen und weiter produzieren und so, ne? Deswegen Scheiße, ne? Weil in unserem Körper passiert ja, wenn wir jetzt einen Apfel essen oder eine Melone, passiert genau das Gleiche wie in so einem Kochtopf. Bloß langsamer. Im Kochtopf jetzt schneller, weil es heißer ist da drin, ne? Ja, naja, und es sind halt so Gedanken, die geistern dir ewig lange im Kopf rum, bis du endlich mal anfängst, darauf zu reagieren. Wir Menschen sind so träge, aber es kommt. Es kommt und es wird. Ich bin voller Hoffnung. Ja? Ich drücke jeden Tag die Daumen für meine Mitmenschen, dass sie dieselben Einsichten bekommen wie ich. Plus allzu viel Zeit haben wir nicht mehr.
Nee. Ich denke da immer an die Spreu und den Weizen, ne? Der Weizen bleibt liegen und die Spreu fällt runter. Und ich habe die blöde Eigenschaft, ich liebe alle meine Mitmenschen. Ja. Ich habe so viel Mitgefühl, da ich schon wieder Scheu habe vor den meisten Menschen. Ja. Schau in die Menge. Möchte am liebsten alle umarmen. Aber da sind so viel schlechte Energien und so viel schlechte Vibes, dass ich am liebsten wieder wegrennen wollen würde, ja. Oh. Und das ist halt so eine Berg- und Talfahrt, also so wie so ein Balanceakt auf Messerschneide. Ja, so viel zum Montagabend. 22 Minuten reichen ja jetzt. Mache ich jetzt mal aus und heute haben wir den, mal gucken, den 28. Juli 2014. Ich hoffe, ich schaffe es noch bis zum 1. August, dieses Video hier zu verarbeiten, zu produzieren. Ja, leicht verdaubare Kost ist es dann. Ja, weil heute schaffe ich das nicht mehr. Hat man für die paar Stunden, die ich heute hier Freizeit habe, sozusagen, sowieso wieder viel zu viel vorgenommen. Ja. Ich wollte mal gucken, ob der Monitor hier, ob der sich umbauen lässt auf 12 Volt Betrieb. Ich wollte mein altes Handy reaktivieren. Das könnte ich, glaube ich, bildet noch schaffen. Aber hier heute jetzt noch dick Videoproduktion zu machen. Ich glaube, das muss ich auf morgen Abend verschieben oder auf Mittwochabend. Guten Tag. Guten Tag, lieber Zuschauer. Hier ist der Paul Patzig. Und ich mache gerade einen Mittagsspaziergang durch den Trechwitzer Wald. Und es schneit schön. Und es ist alles schön, schön weiß. Ja, kann man sich wirklich nicht beklagen. Es ist wirklich ein schönes Wetter. Habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. No. Damit wir dann ein bisschen durch den Schnee noch dieses Jahr stapfen können. Ja, mit diesem Video wollte ich hier diese Sache bewerkstelligen mit der Endjahresansprache und Neujahrsansprache, so gleich alles in einem, dachte ich mir so, und fangen wir dann mal mit an, ne? Ja, 2014, das war ja jetzt mal wieder ein Jahr, Mann. Ich dachte, in 2013, das wäre schon ein Jahr gewesen. Und in 2012 auch. Ja, aber man setzt immer noch Ende drauf. Ist echt der Wahnsinn. Und ich habe mir dieses Jahr auch viel Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt alles Schicksal ist oder. Ja, also. Warum ist das alles so gekommen? Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ich nehme auch heute noch an, jetzt gerade in diesem Moment, das ist alles Schicksal. Jemand schickt uns dahin. Und wir halten uns immer dezent im Hintergrund. Ja, und takeln uns gar nicht so groß auf. Okay, wir machen hier Videos und laden die auf YouTube hoch und zeigen die unseresgleichen. Kaum ein anderer will die ja sehen. Wieso, warum, weshalb, brauche ich hier, glaube ich, nicht breitlang erklären.
Ja. Wenn ich so in 2014 zurückblicke, dann sehe ich das stärkste Jahr seit meinem Erwachen, das stärkste Jahr in der Einnahme von Erkenntnissen, von Erfahrungen, ja, von Erlebnissen, von Verständnis, von Erfühltem. Und diese Sachen sind halt alle so miteinander kombiniert und miteinander verzwirbelt. Ah, jedes Mal, wenn ich daran denke, mich zurückerinnere, ja, läuft mir eine Gänsehaut den Rücken runter, wie man so schön sagt. Vor lauter Ehrfurcht. Ja. Wie man jetzt hört, habe ich auch einen Schnupfen. Und dieser Schnupfen ist mal wieder, wie sagt man so schön, erlösend. Weil er nämlich forciert wurde, wie man sowas macht. Könnte ich auch mal ein Video drüber machen, wie man sich beabsichtigt erkältet, um einfach da so eine Maschinerie in Gang zu setzen, die dem Körper hilft, Dreck und Schleim loszuwerden. Und das war eben auch der Stichpunkt des Jahres 2014. Dreck und Schleim loszuwerden. Ja, wir haben uns also konzentriert auf diese Geschichte, sind aus den Fußstapfen von Herrn Schauberger mal rausgetreten, weil uns da jemand anderes entgegenkam, der sich Arnold Ehret schimpft. Und dem sind wir dann mal ebenfalls in die Fußstapfen getreten. Und ja, das war eine Reise. Und die Reise haben wir an und in unserem Körper gemacht. Gar nicht mal im Außen. Das, was wir aus dem Außen nur aufgesogen haben, waren halt die Schriften von Herrn Ehret. Und dann kamen auch noch viele andere dazu. Das war unweigerlich. Es ging nicht anders. Ja, wenn der Zeilensauger erstmal an ist. Und das ist er zum jetzigen Zeitpunkt immer noch. Bin immer noch kräftig am Lesen. Da ist noch ein Stapel Bücher, der möchte abgearbeitet werden. Ja, und wenn man das Erlesene dann halt nicht so hinnimmt, und das ist bei mir der Fall, ich nehme nichts hin, so wie es ist. Ich muss das alles selber am eigenen Leib prüfen, kontrollieren, erfühlen dann. Und so kommt man dann ins Verständnis. Und wenn man dann das verstanden hat, was einem keiner sagt, ja, dann hat man etwas gelernt. Dann fühlt man sich wieder als Kind. Was jeden Tag dazulernt. Wie man zum Beispiel Dreck und Schleim aus dem Körper rauswirft. Und wie man das durch Ernährung bewerkstelligt. Und wohin man dadurch alles kommen kann. Mit seinem Körper, seinem Geist. Und der ist noch nicht vorbei. Ich bin eigentlich wahnsinnig freudig, was dieses Thema anbelangt. Und möchte noch viel mehr lernen und auch am eigenen Leib ausprobieren. Und ja, man lernt halt nie aus, wie man so schön sagt. Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen leiser sein. Wir kommen ja immer tiefer in den Wald hinein. Ja, die Schneeflocken werden auch schon immer größer. Ja, und was ich denn zum Ende dieses Jahres sehr, sehr stark gemerkt habe, ja, was ich da gefühlt habe, ist, dass ich meine Erkenntnisse, die ich über Herrn Schauberger gewonnen habe, also nicht über Herrn Schauberger, sondern
durch, mit Hilfe zu, ja, also ihr wisst schon, was ich meine, dass man die nicht kombinieren kann mit diesen Ernährungswissenschaften von Arnold Ehret und Walter Sommer und Norm Walker und wie sie alle heißen, ja, die kann man nicht kombinieren damit, die muss man damit kombinieren. Die muss man damit kombinieren, liebe Leute. Wenn man die beiden miteinander kombiniert, dann besitzt man da, das ist nicht mal mehr der heilige Gral. Das ist was Stärkeres, was Größeres. Und wenn man das im eigenen Leib noch alles so umgesetzt bekommt, ja, und wirklich die 33, 34 Jahre zuvor geschehene Fehlprogrammierung wirklich überwinden kann und nach diesen Prämissen handelt, die man sich durch Herrn Schauberger und durch diese Ernährungswissenschaften, der Weg zum Living on Light, ja, wenn man das dann wirklich praktikabel umsetzen kann, holla die Waldfee. Aber jetzt wirklich mal im Ernst, holla die Waldfee. Also dann kann man wieder zu der Waldfee werden. Ja, da macht eben so ein Wetter wie heute auch nichts mehr aus. Ja, also ihr seht ja, ich bin ja da immer noch bekleidet, ne? Wenn ich jetzt aber wirklich schon, ja, in voller Geduld die ganze Sache schon umgesetzt hätte, so, ich sehe mich in ein paar Jahre, da kann ich hier eigentlich nackt durchwatscheln. Manchmal frage ich mich auch, warum ich das jetzt nicht einfach schon mache. Aber ich denke mal, das hebe ich mir für die Momente auf, wo die Kamera da nicht an ist. Ja, da ist mein Schamgefühl dann doch noch etwas zu hoch. Und außerdem gibt es ja da auch ja, Richtlinien bei diesem YouTube-Anbieter, der, glaube ich, da so schwarze Balken so vorschreibt. Und ich bin da noch nicht so firm mit diesem Videobearbeitungsprogramm, die, ja, mit dem man da so bestimmte Stellen wegmarkieren kann. Ja, aber es wäre doch mal eine Idee. Wenn, sag mal, wenn man in Bewegung ist, ist es dann nie wirklich kalt. Und wenn man keine Kleidung mehr im Leib hat, dann ist das ja genauso durchtemperiert im Körper wie jetzt mit die halbwegs hier naturrichte Kleidung. Ne? Also da habe ich ja hier die dünnen Hosen immer noch. Ja, und darunter. Mein Magen knurrt. Ja, das war nur Luft. Ja, die Hosen hier. Ja. Und dann hier ist ja auch gleich wieder der nacksche Bauch. Sieht man das? Ja. Der nacksche Bauch unter meine Strickjacke hier, ne? Die Handschuhe habe ich jetzt auch nur an, damit meine Finger langsam abkühlen. Weil ich habe die letzten zwei Winter den Fehler gemacht. Ich habe die immer schnell abkühlen lassen und langsam erwärmt. Und dadurch hat sich das so stark entzündet an den Fingern. Und das Problem hatte ich auch an den Füßen. Und nach dem Tipp eines Freundes war ich mir dann ganz sicher, dass ich das diesen Winter rein vom Gefühl her wieder richtig gemacht habe. Ja, ich habe also dann doch wieder mal Freundschaft geschlossen mit Handschuhen und mit festem Schuhwerk. Einfach damit die Extremitäten langsam abkühlen. Wenn ich nachher wieder im Heim eingeschritten bin, dann kann ich mich dieser Sachen entledigen. In meinem Heim ist es immer noch relativ kalt. Dort bleiben die Extremitäten also auch auf die Temperatur, die sie jetzt haben. Ja, und wenn ich merke, boah, jetzt sind die doch ganz schön kalt, dann kann ich da einfach an den warmen Ofen gehen und
die Extremitäten schnell erwärmen. Und ja, dann kriegen die auch gleichzeitig wieder gute Stoffe aus meinem Bauch. Ja, und können heilen und wachsen. Ja. Und jetzt im Moment wird sozusagen, ich sag das jetzt mal so, ja, durch den Kälteeinfluss von außen werden meine Arme und Beine jetzt sozusagen ausgewrungen wie ein Lappen. Und das, was da ausgewrungen wird, landet sozusagen an den wärmsten Körperteilen. Also hier. Jo. Und halt auch in der Lunge. Ja. Und natürlich im Magen-Darm-Trakt auch. Da kann ich jetzt schlecht irgendwie was rausholen. Geht gerade nicht. Ja. Und wenn man sich jetzt über alle Maßen viel bewegt, und das ist gerade im Sommer der Fall, dann werden halt die Extremitäten sehr warm und sind halt wärmer gegenüber dem Torso, und ja, deswegen wachsen da die Muskeln. Und da gibt es das richtige Muskelgewebe und das falsche. Und das falsche ist eigentlich gar kein richtiges Muskelgewebe. Das ist bloß der ganze Dreck und der ganze Schleim, der damit eingelagert wird. Deswegen sehen die Bodybuilder auch alle so mächtig aus. Aber das ist halt ganz, das ist nur die ganze Dreckschäße, die da mit zwischen den Muskelfasern, sage ich jetzt mal, landet, im Muskelgewebe mit drin landet. Ja, also die Kraft der Muskeln, die die Bodybuilder haben, die kommt nicht von der Masse. Denn die Masse kommt ja wiederum von der Scheiße, die die fressen. Also lieber schöne Sachen essen und kleine Schimpansenmuskeln haben. Aber kräftig, damit man vernünftig mit seinem fliegenleichten Körpergewicht umgehen kann. Ja. Was gibt es noch, irgendwas, was ich mir von der Seele reden möchte? Distanz 1 Kilometer, Dauer 16 Minuten, Tempo 16 Minuten, 5 Sekunden, 64 Kilokalorien. Ja, die nette Dame hat mir gerade angesagt, dass ich jetzt schon 1 Kilometer gewandert bin. Ist das nicht fein? Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, irgendwie beim sich was von der Seele reden. Ach so, ja. Ich hatte also irgendwann ab Juli 2014, oder lass es auch den Juni gewesen sein, hatte ich plötzlich eine Schreibblockade. Ich habe da plötzlich keinen Sinn mehr gehabt, irgendwie meine Übersetzungsarbeiten weiterzumachen. Ich habe ja angefangen, den Grebennikow zu übersetzen, und hatte mir dann auch überlegt, mir das Buch zu besorgen, Meine Welt von Herrn Grebennikow, auf Russisch, Originalsprache, und wollte das eigentlich zu so einem Hauptprojekt von 2014 erklären, das Buch zu übersetzen. Ja, dann hatte ich noch so ein paar andere Sachen angefangen zu schreiben, über die Doppelnegativrohrgeräte, über diese Geschichte generell. Da wollte ich noch viel mehr schreiben für meinen ethische Technik-Blog, ja, für dieses Webjournal, was ich halt ein bisschen tiefer gehend mit Schauberger Technik und auch anderer Naturtechnik befasst. Habe ich dann auch erstmal die Muse verloren für, und deswegen ist da der ethische Technik-Blog auch nicht up to date am heutigen Tage, weil ich ja irgendwann im Sommer die Muse verloren habe. Das gleiche gilt für meinen Blog Mensch und Natur. Hatte ich auch schon angefangen, im Frühjahr diesen Jahres was zu schreiben. Habe ich auch die Muse verloren. Und ja, ich
mir fiel echt zu Hause die Decke auf den Kopf und ich musste da raus. So habe ich mir gesagt, ich gehe dieses Jahr so oft es geht. Ja, und ich rede hier von der Finanztechnik, gehe ich mal auf Reisen und besuche all jene Leute, bei denen ich noch überhaupt gar nicht war. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe ja im Juni rum habe ich ja ein bisschen Ahnenforschung betrieben, bin also mütterlicherseits bin ich gut vorwärts gekommen bis ins Jahr 1870. Ich weiß also, wo meine Urgroßeltern herkommen, mütterlicherseits. Da bin ich schon mal riesendoll froh drüber. Das Einzige, was noch fehlt, ist die väterliche Seite. Und das habe ich mir aufgehoben fürs 2015. Da muss ich nämlich richtig ein paar Gänge machen. Das schaffe ich nicht übers Internet. Ja, da muss ich schon wo vor Ort sein und ein bisschen forschen. Das gestaltet sich ein bisschen schwieriger. Muss man halt die Muse für haben. Ne? Gut. Ja. So habe ich einen Teil meiner Familie kennengelernt, der vorher verschollen war für mich. War da auch zweimal zu Besuch, was sehr schön war. Ich habe noch mal Einsichten gewinnen dürfen, Erkenntnisse gehabt. Ja, und dann habe ich halt noch ein paar Jungs und Mädels besucht. Ja, war kürzlich erst im Westerwald gewesen, spontane Entscheidung. Dann war ich in Münster gewesen. In Münster war bei mir. Schönen Gruß an Jensemann. Ja, der Einzige, was ich dieses Jahr nicht machen konnte, war den Philipp, den Holm, zu besuchen. Ja, also von der Sache her wäre es gegangen, aber naja, da liegt halt auch so einiges im Brachen. Naja, da hängt halt auch so ein bisschen was schief, was erst gerade hier gerückt werden muss. Oder andersrum. Da hängt irgendwas gerade, was erst schief gerückt werden muss. Und ja, der Sache geben wir noch ein bisschen Zeit. Aber ich komme. Auf jeden Fall. Mein Junge, 2015 ist nämlich das Jahr, in dem ich mich an das Experiment wage, größere Längestrecken mit dem Rad hinter mich zu bringen. Also wenn ich an einem Wochenende innerhalb von 12 Stunden 80 bis 100 Kilometer zurücklegen kann, dann kann ich auch bis nach Neumünster hochfahren mit dem Rad an ein, zwei Tagen. Jetzt nicht gerade im tiefsten Winter, aber nachher, wenn es wieder wärmer wird. Und das verbinde ich gleich mit einer Fastenfahrt. Also ganz, ganz, ganz geringe Kalorienzufuhr oder Energiezufuhr. Und habe da schon so eine Idee. Na, ein bisschen Saft, fertig. Und dann noch einfach fahren, einfach bei sich sein, einfach treten, die Landschaften genießen, die Natur in sich hineinlassen. Das funktioniert ja auch alles auf dem Rad. Ja, nicht, wenn man nur so unterwegs ist wie ich jetzt auf dem Fuß. Ja, das mit meiner Schreibblockade hatte ich euch schon erzählt. Lässt sich dem noch irgendwas hinzufügen? Ach so, ja, ich habe wieder angefangen zu schreiben. Ja, und zwar, heute haben wir Montag. Nee, heute haben wir Dienstag, den 30. Ja, am Wochenende, am Samstag, habe ich angefangen zu schreiben. Ja, nach den Weihnachtsfeiertagen. Das war irgendwie alles richtig. Es hat irgendwie alles gepasst und mein Speicher ist so brechend voll. Ja, habe ich gesagt, jetzt muss ich das alles auf Papier bringen.
Ich weiß nicht, was mir das Jahr 2015 bringen wird. Ich habe zwar Pläne, Ideen und Themen, aber die Welt, in der wir leben, da kann man sich immer nicht so sicher sein, ob man von außen nicht wieder irgendwelche Brecher kommen, die einen rausbringen aus dem Fokus und so. Ne? Aber werden wir immer schön jetzt jeden Tag ein bisschen schreiben. Heute habe ich noch nicht geschrieben. Heute war ich in den Vormittagsstunden damit beschäftigt, mir zwei kleine Einläufe zu geben. Fühlt sich auch gleich wieder viel besser an. Und den Rest vom Tag heute werden wir auch noch damit verbringen, zwei kleine Einläufe zu machen. Ich habe herausgefunden, dass es für mich, für meinen Körper, besser ist, lieber ein paar kleine Einläufe zu machen, als ein, zwei riesengroße. Das hat sich mal sehr unangenehm angefühlt und der Darm ist gar nicht mehr in Ruhe gekommen dann. Also da war Polen offen, du. Ja, jetzt haben wir ja fast eine halbe Stunde voll hier. Sollte denn auch reichen. Ich weiß nicht, habe ich schon gesagt, was 2015 so bringen soll? Ja, ich werde also verstärkt wieder schreiben und Geschriebenes auch anders weiterverarbeiten auf meinem Kanal jetzt hier, auf Mensch und Natur. Ja, auf den beiden Webjournalen Mensch und Natur und ethische Technik. Ja, und klingt jetzt vielleicht ein bisschen dusselig, aber ich will mal meinen Fokus von Facebook wieder ein bisschen runternehmen. Hatte ich dieses Jahr auch sehr stark drauf. Muss auch wieder weg, damit ich wieder mehr Videos mache wie dieses. Ich war dieses Jahr halt wirklich viel live dran an den Menschen und habe Ratschläge und Tipps gegeben oder mir für andere Themen, ja, mir selbst dann Tipps und Ratschläge geben lassen. Ja, den Fokus wieder mehr auf Schreiben und auf Videos machen legen. Oh, ja, ich muss schreiben. Heute Abend will ich auch noch mal eine A4-Seite. Ja, alles kann, nichts muss. Unter der Prämisse immer, weil wenn man sich hinsetzt, weil man muss, kann es ganz leicht wieder passieren. Genau. Das war ein Krampfkriegen in den Finger. Und dann ist es wieder vorbei. Und das wäre nicht so schön. Das wollen wir nicht. Ich werde jetzt mal noch meine Runde voll machen hier. Das heißt, ich bin ungefähr noch mal eine halbe Stunde unterwegs. Und ich wünsche euch jetzt einen guten Rutsch, dass ihr gut reinkommt in dieses 2015. Und dass ihr gesund werdet. Nicht gesund bleibt, sondern gesund werdet. Weil wir sind alle nicht gesund. Wir sind alle krank, mehr oder weniger. Und was die echte Gesundheit anbelangt, werdet gesund. Nehmt das, was ich jetzt in der letzten halben Stunde gesagt habe, nehmt das euch mal ein bisschen zu Herzen, filtert euch da die Informationen raus, die ihr brauchen könnt. Die Informationen waren alle drin. Und fangt an, euch Wissen anzueignen, wenn es noch nicht da ist, und fangt an zu prüfen, zu handeln, zu verstehen, am eigenen Leib zu lernen, und dann startet auch voll durch. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Und jetzt, ja, genau, einfach mal abschalten und die Seele baumeln lassen.